Pünktlich zum Kinderumzug der Wiefelsteder Schützen anlässlich des diesjährigen Schützenfestes kam am Montagnachmittag doch noch die Sonne hervor. Rund 400 Eltern und Kinder hatten sich vor dem Vereinslokal der Wiefelsteder Schützen versammelt, um dann gemeinsam zum Festplatz zu marschieren. Ausgestattet mit Blumenstöcken und eskortiert von Polizei und Feuerwehr ging es für die Kinder durch die Siedlung. Den Tross führten die Musiker des örtlichen Spielmannszuges an, die den kurzweiligen Umzug musikalisch untermalten. Gleich dahinter folgten die Schützen des Vereins. Am Eingang zum Festgelände verteilten Mitglieder vom Schützenverein Überraschungstüten an die Ankömmlinge, vollgepackt mit leckeren Süßigkeiten. Wer seinen Blumenstock im Festzelt abgab, bekam zudem noch weitere Kleinigkeiten wie Chips für die Fahrgeschäfte.